Der Zwerg trägt scharlachrote Roben, die mit dunklen Flecken und Streifen übersät sind. Sein Gesicht ist glatt, es fehlt ihm aber die jugendliche Elastizität. Es ist, als hätten die Falten und Linien sich viele Male gebildet und wären wieder ausradiert worden. Er betrachtet dich mit Augen wie zwei schwarze Gruben, während er sein Beil an seinen Roben abwischt. Sei gegrüßt, No Estramor. one comes to Blood Sands without a purpose. What is yours? Seine Stimme ist tief und rau. Sie heilt wieder wie ein Fluss in einer uralten Höhle. Niemand kommt ohne Grund nach blutiger Sand. Was ist dein Grund? Wer bist I du? am the Archdruid of the Ethic Knoll. For centuries it has been my duty to guide our rituals and guard our knowledge. It is work that requires a certain resilience, but it is not without its benefits. Ich bin der Erzdruide der Ethik. Nur seit Jahrhunderten ist es meine Aufgabe, unsere Rituale zu führen und unser Wissen zu schützen. Seine schwarzen Augen funkeln. Für diese Arbeit ist eine gewisse Belastbarkeit erforderlich, aber sie hat durchaus ihre Vorzüge. Restin ist fast schon unheimlich glattes das Gesicht ist regungslos, während er dich beobachtet. Du hast hier einen Mann ermordet. Er senkt den Kopf. Deine allzu einfache Moral ist hier nicht gültig, Estramor. Mord hat damit nichts zu It tun. was a sacrifice, and one willingly entered into. The survival of all things depends on balance. Give and take. Die glatte Haut um seine Mundwinkel und seine Au und Augen herum legt sich kurz in Falten. Es war ein Opfer, das freiwillig erbracht wurde. Das Überleben aller Dinge erfordert ein Gleichgewicht, geben und nehmen. Dieser Grundsatz liegt im Herzen aller Macht. Wird etwas von Wert verbraucht, wird Energie freigesetzt. Energie, die kanalisiert werden kann, wenn man das nötige Wissen besitzt. Er neigt seinen Kopf zu dir. Alle Gestandenen, ob sie es sich eingestehen oder nicht, tun dies. Wir nehmen die Früchte des Landes und das Fleisch von Tieren, um zu leben. Und wir geben unser Blut und unser Schweiß, um die Dinge, die wir begehren, zu mehren. Wer zur Folge hast du selbst bisher nicht viel gegeben, Restin? Restin grunzt. Dann kann er von seinem mächtigen Pantheon herabsteigen und es mir selbst sagen. Vergiss es. Restin ist fast schon unheimlich klar, das Gesicht ist regungslos, während er dich beobachtet. Erzähl mir mehr über die Ethik neu. Wir sind ein Druidenorden, der seit englischen Zeiten in Zwingsum besteht. Unser Gründer kam aus der Weißmark auf der Suche nach einem Ort, an dem wir unser Glauben im Frieden ausleben können. Im Gegensatz zu den meisten unserer glafantaischen Brüder suchen wir Antworten in der Welt um uns herum, nicht in den Lehren der Götter. Alof blickt die blutbefleckten Roben und das Beil des Druiden an. Ich verstehe langsam, warum Beraf diesen Burschen nicht mag. Wir glauben, dass alles Leben Macht besitzt und dass diese Macht abgeschöpft und gesteuert werden kann. Wir sind nicht, wie manche behaupten, Wahnsinnige und Mörder. Alle unsere Rituale werden mit bereitwilligen Freiwilligen durchgeführt und mit Methoden, die über Jahrhunderte hinweg erprobt und verfeinert wurden. Er nickt, seine schwarzen Augen glänzen. Das ermöglicht es uns, die Kriegsbemalung herzustellen, für die wir respektiert werden, wenn nicht gar geliebt. Was ist Kriegsbemalung? Eine besondere Salbe, die rohe Essenz an den Träger bindet. Sie verleiht im Kampf unglaubliche Vorteile und hat uns für die Stämme unentbehrlich gemacht. Was wir auch über unsere Praktiken sagen, fast alle von ihnen haben unsere Kriegsbemalung schon einmal genutzt. Ein Lächeln macht sich langsam auf sein Gesicht breit. Faszinierend, wie selbst der lauteste Widerspruch durch äußere Umstände verstummen kann. Kann ich dies kaufen? Ich bin kein Kaufmann, Mensch. Sprich mit Hüterin Wirtha. Sie muss hier irgendwo sein. Da fehlt das I. Wie unterscheidet ihr euch von den Owaden des Goldenen Hains? Er kriegt sein trockenes Lachen. Goldener Hain, ich weiß noch, wie Erona sich diesen Namen ausgedacht hat. Er blickt dich dunkel und schadenfroh an. Er war einmal so grün wie der Rest des Waldes, weißt du? Wir sind uns ähnlicher, als sie zugeben. Wir glauben beide daran, Macht ohne die zweischneidige Hilfe der Götter zu erlangen. Aber ihre Fantasie ist das reine Erschaffen, etwas aus Nichts. Sie versprechen sich der Tatsache, dass alles Leben vom mächtigsten Drachen bis zum kleinsten Grashalm den Tod erfordert. Und die größten Zwecke erfordern das größte Opfer. Ein interessanter Gedanke. Ich muss weiter darüber nachdenken. Manche Opfer sind einfach zu kostspielig. So funktioniert die Welt eben. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich stimme zu. Ich sorge nur dafür, dass ich das Messer halte. Manche Opfer sind einfach zu kostspielig. Viele Stimmen, die
dir zu und viele tappen von einem Leben zum nächsten, leben eine vorgegebene Anzahl an Jahren und ab und erreichen nie etwas. Ich will mehr über eure Opfer wissen. Ein kindliches Lachen wird aus seinem Mund hervor. Wir glauben nur, dass die Energie, die freigegeben wird, wenn etwas Wertvolles geopfert wird, anderswohin umgeleitet werden kann. Es unterscheidet sich kaum von den Praktiken anderer Völker auf aller Welt. Wenn man die Erde pflügen, ein Schiff segeln oder einen Karren ziehen will, muss man Energie aufwenden. Er glättet seine Roben, aber am bekanntesten sind wir für unsere gestandenen Opferungen. Sie sind die mächtigsten Opfer, die es gibt, weil sie die meiste Energie freigeben. Wir destillieren die Essenz einer ganzen Seele in roher Macht, die den Körper stärken, die Seele kräftigen und das Leben verlängern kann. Etwas völlig anderes als ein Schiff zu segeln, Kanna schaudert. Dennoch eine interessante Perspektive. Halbherzig sind die Klafantane in ihrem Aberglauben jedenfalls nicht. Mehr wollte ich nicht wissen. Restin fast schon unheimlich glattes Gesicht ist regungslos, während er dich beobachtet. Berat glaubt, dass es an der Zeit ist, dass du deine Schuld ihm gegenüber begleichst. Restin runzt. Ja, dann kann ich nur selber Since angreifen. When do the gods send mortals to collect? You're much too talkative to be the usher. This is the trouble with deities. They meddle in a world that they don't even inhabit. I hope they promised you something better for your next life. Seit wann schicken die Götter Sterbliche, um Schulden einzutreiben? Du bist viel zu gesprächig, um der Totengräber zu sein. Das ist das Problem mit Gottheiten. Sie mischen sich in eine Welt ein, in der sie nicht einmal leben. Ich hoffe, sie haben dir etwas Besseres für dein nächstes Leben versprochen. Ja. Gut. Da hat sich noch nichts geändert. Wir müssen ihn halt umkloppen. Dadurch verschlüchtert sich allerdings bei den Ethic Null. Oh, wir sind auch bei den Reißzähnen ein bisschen schlechter geworden. Aber dafür sind wir Meister beim Goldenen Hain geworden. Und Halunke bei den Ethic Null, wie beim Haus Dominel. Ja. Diener des Todes. Der Asteroide Restin wurde getötet. Den Zwerg aus Berats Vision. Asteroide Restin und Hohewart und Irona sind beide tot. Ich kann den Tier Evron zu Berat beten und meine Belohnung erhalten. Oh. Idee, ein schöner Säbel für dich. Kriegsball, Kriegshammer, Roben, ein bisschen Fellrüstung, ein bisschen Geld. Aber ja, Entschlossenheit ist etwas schlechter, weil Entschlossenheit nur gut ist. Plus 20% Schaden, Schaden als Ausdauer wiederhergestellt. Ah, kritischer Schadensmultiplikator haben beide. Das ist dann also nur 20% leichte Treffer zu Schaden als Ausdauer. Das heißt, wenn ich da noch frostig Tomanoid hinzupacke. Ist das definitiv der schönere Säbel.
I'll take a look. So, jetzt können wir theoretisch auch die Schatzkammer plündern. Up. Nice and quiet. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir eine Schriftrolle, die Mechanik-Bonus bringt? Überleben. Lähmung. Das ist Heimlichkeit. Schutz, okay. Gibt es irgendeine Nahrung, die Mechanik macht? Nicht wirklich. Und eine Schriftrolle können wir wahrscheinlich auch nicht herstellen. Haben wir eigentlich keine Wahl, als die Falle auszulösen. Let's leave this part out of the story. Au. Okay, wir schicken alle raus, wo wir das machen, damit nur ich vielleicht was abkriege. Das hat wehgetan. Aber echt wehgetan, ey. I'd be glad to. Okay, was haben wir hier? Schwache Zauberbindung. Oh, Flasche mit Kriegsbemalung. Genauigkeit, Schaden, maximale Ausdauer. Mhm. Zwei Diamanten und halt das. Einmal pro Begegnung niederstrecken. Nahkampfschaden durch Wunden. Ah, kann nur von Mönchen verwendet werden, aber noch mehr Kriegsbemalung. Quietly now. At once. Ach, hi. Das ging schnell. Let's see what lies this way. Okay, wir kommen an der Erdfeule vorbei. An dem Hüter kommen wir auch vorbei. Oh, was ist das Schönes? Wille plus 9. Achso, ja, halt. Wille war Verteidigung, gell? Hier hinten, gell? Ja. Das macht einen Umhang des Schutzes auch noch zusätzlich zu den anderen Sachen.
So, nichts wie möglich, nichts wie raus hier. Weil alle hier drin umzubringen, das hilft auch nicht.